Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Boris Beste Bücher. Natürlich erstmal wieder einen Schluck Tee, ihr kennt das schon, der wird sonst kalt. Außerdem hat es heute direkt was mit meinem Buch zu tun, was ich euch heute vorstellen möchte, denn das ist guter japanischer Tee. Ich trinke eigentlich fast nur japanischen Grüntee. Nee, ich trinke nur japanischen Tee und nicht nur fast nur. Anderer Tee kommt mir nicht in die Tasse. Es gibt bei mir immer nur japanischen grünen Tee. Und deswegen gibt es einen Ausflug heute nach Japan. Ein Buch, was ich seit fast 30 Jahren sehr schätze in meiner Buchsammlung, ist jenes hier. Das Buch der fünf Ringe. Ich zeige das hier mal so ein bisschen in die Kamera, dann könnt ihr das sehen. Und zwar ist das geschrieben worden von dem alten Samurai-Meister und Ronin Miyamoto Musashi. Musashi ist natürlich ein echt schwierig aussprechender Name, aber so heißt der Kerl nun mal. Kurz vielleicht zum Autor. Er ist geboren worden 1584 in Japan, ist dann in seiner Jugendzeit schon mit 16 Jahren von zu Hause fortgezogen zu einer Kriegerwallfahrt, wie man das damals sagte, um einfach auch die Kunst des Schwertkampfes zu lernen. Er hat eine Samurai-Ausbildung gemacht, hat in mehreren sehr großen Schlachten Berühmtheit erlangt. Es gibt also auch immer noch die Legende, dass also mehrere Samurai gleichzeitig ihn töten wollten und er alle getötet hat. Er ist bis heute einer der ganz, ganz Großen hier. Unser Kollege, ich halte das Buch hier nochmal in die Kamera. Er ist gestorben 1645. Und da ranken sich sehr viele Mythen um ihn herum. Er ist nämlich gestorben in einer Höhle. Und da hat er sich kurz vor seinem Tod zurückgezogen, um dort dieses Buch, die Fünf Ringe, das Buch der Fünf Ringe zu schreiben und einem seiner Schüler zu übergeben. Dort wurde es dann kopiert und errangte sehr, sehr schnell legendenhafte Bedeutung. Eigentlich geht es hier drin erst einmal um den Schwertkampf, also die Auseinandersetzung mit einem Gegner. Und zum anderen geht es aber auch sehr viel um Strategie. Deswegen ist es auch ein wunderbares Strategielehrbuch, fand ich jedenfalls immer. Und es geht am Ende auch um die Lehre, um Philosophie, nämlich darum, was das Leben eigentlich ist. Und so ist dieses Buch auch, finde ich ganz schön, man sieht das hier unten, das sind hier so die Kapitel des Buches, die Hauptkapitel aus dem Japanischen übersetzt. Ich gebe euch mal die Kapitelüberschriften. Das erste heißt eben das Buch der Erde, dann folgt das Buch des Wassers, dann folgt das Buch des Feuers, dann folgt das Buch des Windes und dann folgt das Buch der Lehre. Also wir haben sozusagen Erde, Wasser, Feuer, Wind und dann die Lehre. Ist es nicht wunderbar? Ich mag ja sowas. Ich stehe ja voll auf diese japanischen Geschichten. Jetzt fragt ihr euch natürlich, muss man ein Buch aus dem 16. Jahrhundert oder Anfang des 17. Jahrhunderts geschrieben aus Japan wirklich lesen? Muss man das lesen? Bringt das heute noch was? Ich sage ja, denn auch damals haben Menschen sehr klug über Strategien nachgedacht. Strategien in Auseinandersetzungen und Strategien darin, vielleicht sogar ohne Kampf seine Ziele zu erreichen. Denn das war hier ein großes Ziel drin. Für ihn war völlig klar, dass der beste Samurai immer noch der ist, der sein Schwert gar nicht nutzen und benutzen muss und ziehen muss. Es ist natürlich ein bisschen durchtränkt mit einer alten Sprache, wo wir heute sagen würden, ach, das kannst du ja auch netter ausdrücken, alter Samurai-Meister. Aber ich glaube, es ist ein sehr kluges Buch und ich weiß eben auch von sehr vielen japanischen Firmen, die es heute noch zur Management- und Führungskräfteausbildung einsetzen. Und deswegen hat es einen festen Platz. Ich habe mehrere Übersetzungen, weil ich vergleiche immer gern mehrere Übersetzungen, gerade aus dem Chinesischen oder Japanischen, miteinander, um zu schauen, wie gut ist das Ganze übersetzt. Ihr wisst, die Sprachen sind teilweise sehr schwierig ins Deutsche zu übersetzen, weil wir auch da sehr viele alte Bilder haben, wofür wir vielleicht in Deutsch gar kein Wort für haben. Also, wer einfach mal eintauchen will, nicht nur mit grünem Tee, sondern auch in die Philosophie des alten Japans und der Samurai-Krieger, dem sei dieses Buch empfohlen. Das Buch der fünf das Buch der fünf Ringe, Herr Thomas. Die klassische Anleitung für strategisches Handeln. Ich habe die Version hier vom Econ Verlag, kann man sehr gut lesen. Hat auch eine schöne Einführung, finde ich. Das fand ich sehr schön vom Econ Verlag gemacht. Als Einführung nochmal so ein bisschen Hintergründe der Zeit. Also ne, Japan zur Zeit, des Kendo, des Zen und so weiter. Was sind die Hintergründe, wie ist sein Leben verlaufen? Ich finde sowas auch immer sehr wertvoll bei so alten Büchern, das ein bisschen mit zu recherchieren. Also, ne, das Buch der Fünf Ringe. Wer in Japan eintauchen will, sei damit herzlich eingeladen. Und wenn ihr übrigens noch nicht habt, abonniert diesen Kanal, damit ihr auch in Zukunft keines meiner verrückten Bücher verpasst. Wäre ja schade drum. Also, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.